So, willkommen zurück hier bei Resident Evil 7 und Not a Hero. Ich würde aber sagen, bevor ich die Tunnelbohrmaschine einschalte, wir hatten doch hier hinten noch eine verschlossene Tür, wo wir einen Schlüssel brauchten. Ich würde sagen, ich gehe da erstmal hin. Und zwar müsste das. Warte mal, war das. Nee, das war nicht hier. Wo war das? Moment, ich muss kurz überlegen. Das war da, wo die Katakomben in Anführungszeichen waren. Mit den Selbstschussanlagen. Da gab es eine Tür, die noch zu war. Wo wir auch einen Schlüssel brauchten. Ich glaube, das war hier. Genau, da unten im Lagerbereich. Da will ich nochmal hin. Weil ich habe die Vermutung, dass wir da vielleicht noch was finden. Und da wir jetzt quasi den Generalschlüssel haben, sollte das eigentlich auch möglich sein. So, hier die Tür nämlich. Jetzt gucken wir mal. Jawohl, wir haben nämlich den Clownschlüssel und dann gehen wir da mal rein. Weil vielleicht kriegen wir. Oh. Na, schau mal an. Stabilisierer. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Flintmunition, Flintmunition. Boah, super. Klasse. Gefällt mir. Okay, pass auf. Dann machen wir hier mal eben. Wenn wir schon den Stabilisierer haben. Rein damit. Sehr gut. So, damit ist die Waffenstabilität quasi ein bisschen gesichert. Ich räume hier gerade mal ein bisschen auf. Huch, warte mal. So, dann haben wir hier noch die Granaten, die ich irgendwie noch nie benutzt habe. Wir haben noch Flammengranaten. Ja, mal gucken, ob wir die vielleicht später noch benutzen. Überleg gerade, ob ich mir die mal auf eine. Ja, komm. Ich kann ja sonst vorher nochmal speichern. Und dann gucken wir einfach mal. So, ansonsten dürften jetzt aber keine Türen mehr sein, oder? Raum für Hilfsgenerator, Kanalisation. Da war, glaube ich, aber keine Tür mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht. Da ging es eh nicht rein. Nee, das müsste es gewesen sein. Okay. Wunderbar. Pistolenmunition wäre mir zwar lieber, aber das ist auch schön. Weil ich immer noch finde, dass das Ding hier aussieht wie eine Maschinenpistole. So, da müssten wir jetzt eigentlich alle Türen aufhaben. Ich hoffe, dass ich jetzt alles habe und nichts mehr vergessen habe. Gut, dann los geht's. Ja, ich gehe da mal auf Seite, ne? Ein neuer Elbtunnel. Ah, ich verstehe. Dafür kann man also auf die andere Seite. Alles klar. Aber ich krieg eigentlich nur noch Flintenmunition, ne? Ich krieg. I. So, das ist gut. Also auch solange ich keine andere Pistolenmuni habe, bleibe ich erstmal dabei. So, Chris, möchtest du mal das Nachtsichtgerät einschalten, bitte? Sag mal. Christopher, stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. Ja, nee, ist klar, ne? Bam, so. So, war's das schon oder kommt da noch was? Kann der Scheißhaufen da mal explodieren? Genau so. Oh nein. Shit, ich wollte eigentlich draufstampfen, hat nicht geklappt. So, war es das jetzt oder kommt da noch was? Maybe you got lucky. What do you say?
Mist, ich wollte gerade abdrücken. Tschüss. Bleib mal eben hier oben. Hier bin ich relativ sicher. Ich weiß nämlich nicht, was der da noch aus seiner Diskothek hier holt. So. Es wäre auch mal schön ein bisschen Zeit für eine Granate. Ach, Schiss, er hat gerade nachgeladen. Oh nein, das ist so einer. Ja. Moment. So. Ich glaube, ich muss das nochmal machen. Boah, da kam doch noch so einer dazwischen, ne? So. Nur fast. Ja, kann du mal... Hallo, ich möchte bitte... Shit. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal hier den. Toll, das hilft überhaupt nicht. Scheiße. Mit dem engen Raum hier. Das ist echt mega mies. Wieso ist der eine wieder aufgestanden? Was soll das? So, ich möchte bitte drauftreten. So kann ich nicht auf den drauftreten. Ich stand doch gerade da. So, Vorsicht, der platzt. Oder steht nochmal auf, das geht natürlich auch. Ja, toll. Okay, drauftreten hat natürlich nicht so gut geklappt. Okay. Okay. No more, alright? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know, I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your man. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. Oh, hear that? Sounds like time running out for you. Tick tock, Christopher. Tick tock. You're gonna kill me, just kill me. Nine. But for the love of God, shut the fuck up. Well, I wish I could stay and watch you burn to death. But I can't. Eight. I have an elsewhere to be. Bye-bye. Scheiße, ich sehe nichts. Warum macht er jetzt sein Nachtsichtgerät nicht an? So, hier ist... Okay. Ich habe wahrscheinlich 10.000 Sachen übersehen. Aber ich muss hier raus. Toll. Hier? Ach komm, das ist doch wohl nicht wahr. Für Boden geht da ganz hier geben. Das ist kein Bodengitter. Oh Gott. Nein! Hier? Komm schon, Chris! Komm schon! Streng dich an, Mann! Jawohl! So, jetzt rein hier. Lauf, 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 lauf. Ich hoffe, die Zeit reicht. Oh, so was zum Einsammeln gibt hier unterwegs. Ach so. Jetzt macht er die Nachtsicht an. Willst du mich verarschen? Oh, heilige Scheiße. Okay, das war knapp. Das war wirklich mehr als knapp. Okay, ganz kurz überprüfen. Alles nachladen. Gut. Meine Fresse, was ein geiles DLC. Entschuldigung, aber ich feiere das. Okay, das war gerade ein bisschen lame mit den ganzen Gegnern. Aber alles gut. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and
Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Okay, gut. Also er glaubt, wir sind tot. Das ist schon mal unser Vorteil. Hier unten geht's noch mal kurz um die Ecke, aber hier ist nichts mehr. Hier war ich ja schon... Nee, was heißt lame? Ich fand's halt ein bisschen, naja... bisschen blöd zu kämpfen auf dem kleinen Platz hier, aber... Wir hatten ja zum Glück genug Firepower. Oh, was ist das? Was ist das? Okay, irgendwas über das Virus und das Antivirus. Höchstwahrscheinlich. Wo bin ich denn jetzt? Forschungseinrichtung 1F. Holy shit. Ja gut, dann... ich hätte nicht gedacht, dass hier unten noch so ein riesen Labor ist. Wer hat das hier alles hingebaut? War das diese Firma? Lucas hat doch mit Sicherheit hier... Okay, hier hätte man... noch einen Dietrich verwenden können. Vielleicht haben wir noch irgendwo... Ja, ich habe natürlich jetzt keinen. Ich probiere es mal hier mit, aber schade. Okay, was hat das mit diesem Turm hier auf sich? Der, ach, der steht in die andere Richtung. Okay, dann ist ja gut. Also irgendwo hätte man wahrscheinlich noch einen Dietrich finden können, den ich jetzt übersehen habe. Verdammt. So, schau doch mal einer an. Und wieder haben wir ein Labor. Das sieht diesmal gar nicht so scheiße aus hier. Okay, da ist wie gesagt die Truhe. Wir haben hier eine Tür auf der Ebene, die wir gegebenenfalls öffnen können. Vielleicht finden wir den Dietrich später noch. 12 Minuten nach... Ach, guck mal. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Diese Bilder kennen wir. Ah, ja, ja. Da hinten qualmt einer. Ist ja riesig. Ich gucke mich erstmal hier noch ein bisschen um, ja? Ich hoffe, das ist okay. Hier ist echt verdammt dunkel. Seite verschlossen. Okay, ich gehe erstmal die Türen ab, guck mal genau nach dem rechten hier. Bevor ich hier in irgendwelche Räume reingehe, wo irgendwelche Dampfmänner sind. So, die Tür ist dann verschlossen, da könnten wir durch. Da ist noch eine Treppe. Ich gucke jetzt mal gerade hier oben noch schnell, was hier noch so los ist. Ah ja, klar, der steht mit Sicherheit auf. Knurrt doch schon so komisch. Der steht doch mit Sicherheit auf. Dachte ich mir. Der lebt noch. Ich möchte ihn gerne töten. Okay. Er lebt doch nicht mehr. Eieieiei. Nice. 11. Juni 2017. Ich habe die Schnauze voll von diesem Lucas. Die haben ihn zu einem leitenden Forscher gemacht. Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie vom Stanford unter diesem Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank. Er weiß nichts über das Potenzial des E-Serie-Mutamizets. Beim nächsten Meeting mit dem HQ werde ich sein Verhalten melden. Ja, der leitende Oberforscher, das leitende Oberarschloch, wenn man mal so sagen darf. Oh Mann. Das heißt aber, hier waren noch mehr als ein Forscher. Das ganze Team war hier. Das heißt, es war mehr als einer beteiligt. Gut, das sowieso, aber ich meine, hier in der Gegend, das hieß ja am Anfang, Lucas ist derjenige, der die Daten die ganze Zeit übermittelt, aus dem Unterschlupf heraus, dass hier jetzt noch so ein riesen Labor hinten dran hängt. Das hätte ich nun nicht gedacht. Da vorne ist einer. Ich gucke erstmal unten. Ich wollte jetzt so weit noch nicht vordringen. Ich hatte nur gedacht, ich finde hier noch was. Ein bisschen Munition war ja dabei. Dann würde ich sagen, ich werde mal schnell unten den einen ausschalten. Welche Munition habe ich denn im Anschlag?
Gut, perfekt. Das wollte ich nur wissen. Na toll. Der da eben so eingeatmet hat, ist weg. Den ich durch die Scheibe gesehen habe, der ist weg. Das heißt, er wird wahrscheinlich gleich irgendwo hier auftauchen. Das erinnert mich an den Laborkomplex aus Resident Evil 1. WM002. Das ist so ein Fetter, so ein Schwangerer, ne? Das ist so ein ja, entweder so ein ganz Fetter oder das sind diese widerstandsfähigen Viecher, die diese Spezialmunition brauchen, die Ramrod-Munition, genau die brauchen. Ich wette, ich werde auf so einen treffen, wenn die schon mir die Munition vorschlagen, die hier rumliegt. Dann kommt mit Sicherheit so einer gleich. So, ich kann mir aber den Laptop hier nicht anschauen, wa? Ach, guck mal, schönes Hintergrundbild. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Ah, ja. WM001A, okay. Das sind die Fetten, ne? 0001. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus hier. Oh. Aha. Okay, erstmal den hier. Wieso kann der da durchziehen? Jetzt muss ich mal kurz hier raus. Na toll. Okay, erstmal die Kollegen hier. Super. Die brauchen Gott sei Dank davon nur einen Schuss. Ich habe nur bei dem anderen jetzt leider ein bisschen zu viel verschossen, aber naja, egal. Ach du Scheiße. Evelyn. Ja, und das wird wahrscheinlich... Na? Wer könnte das sein, ne? Mhm. Guck mal. Tja. Wichtige Daten, die wir uns aber nicht anschauen können. Was soll ich denn hier? Bin ich jetzt nur hier reingegangen? Nee, warte mal. Ah. So, okay. Wir haben Arzneispritze. Starke Arzneispritze. Ach so. Es gibt also zwei Arten von Arznei. Okay, super. Dafür hat sich dann schon ein bisschen gelohnt. Auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Und theoretisch noch ein bisschen Munition. Also okay, aber ansonsten kriegen wir hier keine weitere... Warte mal, hier ist noch was. E-001-Protokoll, 22. Juli 2016. Gesundheitszustand gut. Geistiger Zustand gut. Mutter mit C-Sektion, Sekretion normal. Andere keine Angabe. Keine großen Veränderungen. Sie spielt nur den ganzen Tag mit Puppen. Heute hat heute zwei Typen in Molded verwandelt. E-001-Protokoll, 12. August 2016. Gesundheitszustand, hustet, erschöpft. Geistiger Zustand, leicht gestresst. Mutter mit C-Sektion, mehr als üblich. Andere, keine Angabe. Nachdem sie mit Deadball gespielt hat, fing sie an, sich über die Müdigkeit zu beklagen. Hat einem Typen in einen dicken Molded verwandelt. Hm. E-001-Protokoll, 26. August 2016. Gesundheitszustand schlecht, geistiger Zustand gestresst, Mutter mit C-Sekretion hoch. Andere altert plötzlich. Sie altert ganz plötzlich, verliert Gewicht, Haare fallen aus, der totale Zusammenbruch. Je mehr sie schreit, desto mehr übergibt sie sich. Der Keller ist stark kontaminiert. Kein offensichtlicher Grund für die Alterung. Werde nach weiteren Anweisungen fragen. E-001-Protokoll, 9. September 2016. Gesundheitszustand schwach, aber stabil. Geistiger Zustand wahnhaft wirr. Mutter mit C-Sekretion stabil. Andere keine Angabe. Das Altern hat sich verlangsamt, scheint relativ stabil. Hab das E-Nekrotoxin von der Firma bekommen. Befehle lauten, es einzusetzen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Und ich hab gedacht, ich sei der Witzereißer. Okay. Ja, wir wissen natürlich... dass Evelyn das war, E001.
Hier haben sie sie also sozusagen behandelt, in Anführungszeichen. Na, ganz toll. Oh, oh, oh. Freunde, Freunde, Freunde. Gut, also für diese Information hat es sich auf jeden Fall gelohnt, da reinzugehen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal auf der oberen Etage um. Das ist doch immer wieder interessant, ne? Jetzt ist es nicht mehr Umbrella, jetzt ist es die andere, diese andere, ja, Organisation. Oh nein. Okay, selbes Problem wie vor ein paar Folgen schon mal. Ich muss ganz kurz, ja, das Spiel, beziehungsweise wir können jetzt hier an der Stelle eh kurz eine Folgenpause machen. Ich habe schon wieder 20 Minuten aufgenommen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil 7. No, not a hero. Bis dann.